trotz riesiger Bremsspur. Diese Notlandung, sie war wohl eine Meisterleistung. Das finden zumindest Luftfahrtexperten. Die russische Antonov AN-124 will von Nowosibirsk Richtung Wien fliegen. Beim Start explodiert ein Triebwerk. Teile schlagen in den Rumpf ein. Der Pilot kehrte sofort zum Flughafen zurück. Dort rutschte das voll betankte Flugzeug nach Angaben örtlicher Medien 200 Meter über die Landebahn hinaus. Das Fahrwerk knickte ein und es kam zur Bruchlandung. An Bord der Maschine waren nach Angaben des Branchendienstes Aviation Safety Network 14 Personen. Sie kamen mit dem Schrecken davon, obwohl Triebwerksteile wie Geschosse durch den Rumpf geflogen sein sollen. Fotos von dem verunglückten Flugzeug zeigen, dass eines der vier Triebwerke dicht am Rumpf weitgehend zerfetzt ist. Dies wird als Uncontained Failure bezeichnet, wenn Teile des Antriebs die Triebwerksummantelung durchschlagen. Dabei wurden Löcher in den Rumpf der Antonov gerissen und die linke Tragfläche beschädigt.